Ja, es geht ja um die geistige Verabschiedung von den Links- und Rechtsalternativen, ne? Denn das habe ich mittlerweile den Eindruck, das handelt sich um völlig wertlose, völlig chaotische Dinge. Also nochmal kurz gesagt, die Linksalternativen sind zu verstehen als reine Manipulationsopfer der vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten auf der einen Seite, die sie zu revolutionärem Gedankengut aufhetzen, Gewaltgedanken aufhetzen, und der Sozialsparten, die sie aufhetzen zu Weltbildern, die quasi dazu führen, dass man das Land wieder ruinieren würde, dass man oft sehr ähnlich, dass man eigentlich wieder DDR-ähnliche Verhältnisse herstellen würde, also eine völlig zusammenbrechende Volkswirtschaft, eine völlige Verelendung des Landes erzeugen würde, weil die Menschen- und Weltbilder einfach nicht stimmen. Ja, das heißt zum Beispiel, dass eben die Leute eben nicht mit Begeisterung in der DDR geblieben sind, als man ihnen sagte, dass auch sie als super Hochausgebildete, die viel Arbeitszeit investiert hatten in Ausbildung, dass die jetzt in Zukunft ungefähr das Gleiche bekommen sollten wie alle diejenigen, die gar keine Ausbildung hatten und so weiter, dass dann Menschen leider doch dazu neigen zu sagen, nein, da wandere ich lieber in andere Teile der Welt ab, wo ich für meine gute Ausbildung auch gute Belohnungen bekomme, und die Lebensqualität, die Linksalternativen sozusagen mir zu bieten hätten, ist ja auch nichts Dolles, ja, sondern es ist ja nur so, dass die GWÖ-GWO-Kombi tatsächlich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden ganz drastisch verbessert. Also auch meine Lebensqualität und mein Lebensglück drastisch nach oben ziehen würde, aber diese Linkskonzepte, die linksextremistischen Konzepte, wir nennen es ja die unrealistische Linke im Gegensatz zu uns, der bodenständigen, realistischen, vernünftigen Linken sozusagen, mit Augenmaß, dass also diese Alternativler, die letztendlich nur Manipulationsopfer sind, dass da letztendlich mit denen gar nichts zu machen ist. Das sind glaubensorientierte, fast religiöse Dinge, die noch getrieben, noch zusätzlich von, ja, Neid und Missgunst auf Fähigere, sozusagen getrieben sind. Hass, Neid und Missgunst auf Fähige und Kompetente. Und das ist einfach eine insgesamt so verrückte Mischung an vorteilbringenden Irrtümern. Ja, und die rechten Alternativen, die sind eher zu verstehen als Opfer der Manipulationen durch die vorteilbringenden Irrtümer sowohl der Waffensparten, denn dort geht es auch um Gewalt. Die Rechtsextremisten horten auch irgendwelche Waffen für irgendwelche Revolutionen, rechte Revolutionen sozusagen. Und die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten innere Sicherheit, der innere Sicherheitssparten, die spielen da eine Rolle, denn für alle, die in ja, man sagt ja immer so auch, ja, bei der Bundeswehr findet man sehr viel rechtes Gedankengut, aber auch bei der Polizei, ja, und genau weil in der diese Vorstellung, eine Welt, in der es überall Verbrecher gibt und Böse und Gute und so weiter, diese Vorstellungswelt, die liegt natürlich jemandem aus den inneren Sicherheitssparten, also Gefängnis, Polizei, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, unheimlich nahe, diese Brille überall Verbrecher zu sehen. Und das ist ja nichts anderes als die Grundlage der Verschwörung.
Verschwörungstheoretiker und der rechten und der linksextremistischen und rechtsextremistischen Verschwörungstheoretiker. Diese bösen, bösen Verbrecher da oben, diese bösen, bösen jüdischen Reichen, diese bösen, bösen kapitalistischen Reichen, diese Schweine und so weiter, ja. Also diese Vorstellung, dass es sich da um Verbrecher handelt, noch einmal gesagt, in der Evolution ein Gut an Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft angepasster Mensch hat Irrtümer im Kopf, die ihm völlig legal Profite auf Kosten der Menschen erlauben. Der schlecht angepasste an die soziale Marktwirtschaft bzw. den Kapitalismus, der begeht Verbrechen, hat Komplizen, kann durch Kronzeugen oder durch Verplappern entlarvt werden und so weiter, ja. Also der schlecht angepasste an den Kapitalismus ist der Verbrecher und das ist der seltenere Fall. Der landet dann ja auch im Gefängnis und stirbt aus tendenziell. Ne? Und aber der gut angepasste im Kapitalismus ist einfach derjenige, der sich irrt und aus den Irrtümern heraus Profite durch Schädigung der Bevölkerung maximale Profite rauszieht. Und das ist die eigentliche Gefahr im Kapitalismus und nicht irgendwelche bewussten Verbrecher. Ne? Das ist nur ein kleines Randphänomen im Kapitalismus, was natürlich auch größer wird, weil die Sparten innere Sicherheit immer mehr Verbrechertum ermutigen, statt zu entmutigen, weil sie dann größere Karrieren machen können, größere Aufstiegsmöglichkeiten haben, größere Verdienstmöglichkeiten haben. Denken Sie nur daran, wie viele Polizisten jetzt auch in den gewerblichen, kommerziellen Sicherheitssparten arbeiten und arbeiten können, weil die gesamten Sparten innere Sicherheit den Verbrechern immer mehr Ermutigung geben statt Entmutigung, sodass dort immer mehr Verbrecher sich tummeln und damit auch die Nachfrage nach den privaten innere Sicherheitsdiensten auch immer größer wird und damit die Geschäftsmöglichkeiten für ehemalige Polizisten und so weiter auch immer größer werden. Ja, so viel dazu. Also Sie merken es, ich versuche quasi, die Linksalternativen und die Rechtsalternativen, die unrealistische Linke und die unrealistische Rechte endgültig abzuhaken, das sind auch keine guten Gesprächspartner, weil die glaubensorientiert sind, gar nicht faktenorientiert sind und sich durch keine Realität von irgendwas überzeugen lassen können. Soweit für diese Sendung. Tschüssi.